Wir bezahlen für Hallo liebe Freunde und willkommen zurück bei The Witcher 3. In der letzten Folge haben wir Vernon Roche schon engagiert zum Kampf gegen die wilde Jagd und zur Unterstützung, um Ciri zu finden oder zu retten oder pipapo und was weiß ich was. Und jetzt wird's Zeit, den Nächsten zu finden. Jetzt werden wir uns mal ein bisschen in Novigrad umgucken, um weitere Waffenbrüder zu finden. Jetzt komme ich hier schon wieder raus. Ja, wo geht's hier nochmal raus, Leute? Du warst schon überall. Erzähl mal. Oh, da geht's raus. Zack, hab ich schon wieder. Hab ich beim ersten Mal auch nicht gesehen. Als Nächstes werden wir mit Soltan sprechen. Der hat doch immer Bock, ein bisschen mitzumischen. Das ist doch kein Kind von Traurigkeit, würde ich mal so sagen. Ah, wir müssen da durch das Stadttor. Macht das Sinn, wenn wir hier schon reingehen? Probieren wir einfach mal. Dürfte aber hinhauen, denke ich mal. Und dann reden wir mit Soltan. Dijkstra ist ja auch in der Stadt. Mit dem können wir auch reden. Ich weiß gar nicht, mit wem wir noch reden sollen. Aber mit Dijkstra werden wir auch auf jeden Fall reden. Mal gucken. Vielleicht macht er auch mit. Man weiß es nicht. Aber wir werden es definitiv herausfinden. Und hier spackt es schon wieder ein bisschen rum, muss ich sagen. Fragt mich nicht, warum. Es ist aber so, das ist komischerweise immer hier. Was ist denn jetzt los? Der Letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Hab ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Och, Geralt, schön, dass du kommst. Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt's hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber, jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel? Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Oh nee, scheiß Idee. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Ich werde nicht Gwint spielen, ohne Witz. Ich nehme jetzt das einfach mal an, aber ich werde nicht Gwint spielen, ey. Gut, versuchen wir, die 3 Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr. Er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Soltan. Oh, Mann. Ey. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da machen sollen. Wenn da steht, wir sollen mit dem Gwint spielen, dann könnt ihr es vergessen, Leute. Das werden wir nicht machen.
langweilig. Ich weiß es jetzt nicht. Ich guck's mir einfach nur mal an. Wenn nicht, ist halt auch nicht so schlimm. Ich denke mal, der Sultan wird da trotzdem mitmachen. Okay, das ist ja gleich hier um die Ecke. Also wenn ich jetzt hier gegen den Gewinn spielen soll, dann hat Sultan ein Problem und nicht ich. Weil ich werde nicht Gewinn spielen, Leute. Das ist überhaupt nicht mein Ding, muss ich sagen. Wenn ich den einfach ein bisschen vermöbeln muss mit Geralt, dann ist das kein Problem. Dann machen wir das gerne. Verschlossen, aber Zed scheint drinnen zu sein. Und er steckt in der Klemme. Ich muss einen anderen Eingang finden. Warum? Mach doch das einfach. Lass mich am Leben. Was glaubst du, wer du bist? Finde einen Weg in Zeds Zuhause. Ja, cool. Ich bin alles so ein Scheiterhaufen. Der erwartet dich, du Mutant. Ich glaube nicht, dass wir hier, wenn wir ihm hier helfen sollen, dann glaube ich nicht, dass wir hier irgendwie großartig Gewinn spielen müssen. Der wird uns die Karten schon rausrücken dann. Hoffe ich mal. Verflucht. Ja, vielleicht müssen wir hier rein. Hier hoch, beziehungsweise dann da irgendwo rein. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, das sieht doch ganz interessant aus. So, ich glaube, wir sind drinnen. Gibt es hier ein bisschen was zum Mitnehmen? Nix, alles leer hier. Oh, da liegt da. Was hat denn Zed hier? Oder ist er das überhaupt? Das dürfte Zed sein. Oh. Nicht so gut. Aber vielleicht liegen ja hier noch irgendwie die Karten rum oder so. So, hier ist nichts zu finden. Vielleicht unten irgendwo. Aha. Gefunden? Nein. Der Herzog wird angepisst sein, dass wir nicht aus Zed rausbekommen haben, wo sein Kassenbuch ist. Habe ich etwa nicht mal platt machen, glaube ich. Du hast ihn wohl zu hart rangenommen. Scheiße. Na, wenigstens haben wir die Isengrim-Karte. Hallo. Ach, du Scheiße. Los, Ringo, auf geht's, pack ihn! Zack. Irgendeiner wird doch diese Karte haben. Aha. Isengrim Faulitiane aus dem Skoyatel-Deck. Wie viel die Karte wohl wert ist? Das Kassenbuch hat es selbst eine Suche. Widerspenstige Katze oder da unten gibt's eine Geheimkammer. Ja, wäre schön. Zack, da, was ist das denn? Das dürften die Namen der Leute sein, denen Zed Karten Kassenbuch verkauft hat. Da sollte Sultan mal einen Blick reinwerfen. Komm ich hier nicht raus? Gut, doch. Mein Papa Dach, ist Leute. Er jagt alte Schabracken. So, jetzt geht's wieder schnell zu Sultan. Dann überreichen wir ihm schon mal, ich glaube, eine Karte, die er bräuchte. Hey, Hüpfer. Und Kassenbuch geben wir ihm auch gleich mal mit. Kann er vielleicht uns weitere Informationen geben, wo wir dann hin sollen. Sultan? Geralt? Wegen dieser Karten. Hast du sie? Die Isengrim-Karte habe ich. Zeig mal her. Ha! Und da heißt es, Elfen wären schön. War Zed ein großes Problem? Zed ist tot. Ich bin seinen Mördern begegnet. Wir wollen nicht über vergossenen Zed weinen. Was ist mit den anderen Karten? Die anderen Karten habe ich nicht gefunden. Verfickt, der Sack muss sie verscherbelt haben. Hör mal, ich habe Zeds Kassenbuch. Zeig mal. Den Einträgen zufolge hat er Karten an Cäsar Bilsen und Ravi verkauft. Ach, hätte schlimmer sein können. Wir müssen sie besuchen. Bewaffnete Grobiane in der Stadt.
Wer ist Cäsar Bilsen? Der Buchhalter von Hacker. War mal in Ordnung, ist jetzt aber so arrogant, dass man nicht mehr mit ihm trinken kann, geschweige denn angeln. Angeln? Wir haben uns im Anglerclub Pontas Stolz kennengelernt. Aber da lässt Cäsar sich jetzt nicht mehr blicken. Seine neue Rolle nimmt ihn so in Beschlag, dass er kaum noch das Haus verlässt. Immerhin müssen wir nicht die Stadt nach ihm absuchen. Sultan, ich habe getan, was ich tun sollte. Ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Schade, ich könnte nämlich Hilfe gebrauchen. Aber, naja, falls du deine Meinung noch änderst, weißt du, wo du mich findest. So, Sultan, jetzt können wir ihn einfach mal fragen. Geralt? Oder können wir das auch noch weiter machen? Keine Ahnung. Hast du sie? Die Isengrim-Karte habe ich. Zeig mal her. Ha! Nee. Da heißt es, Zed ist tot. Wir wollen so, nicht. Das bringt hier nix. Sultan, bist du sicher, dass diese Sache nicht zu gefährlich wird? Ich meine, es sterben Leute wegen dieser Karten. Nur Zed. Und glaub mir, der war kein unschuldiger Passant. Außerdem hast du seinen Mördern doch bestimmt den Garaus gemacht. Also ist alles in Ordnung. Erzähl mir lieber von den anderen Karten. Nee, okay, das bringt hier alles nichts. Die andere. Pfeff. Gut. Sultan. Schade, ich könnte nämlich. Jetzt werden wir ihn einfach mal ansprechen. Sultan? Geralt? Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann noch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen hinreisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Wesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Der nächste wurde überzeugt. Und das ging auch relativ schnell, muss ich sagen. Sultan ist auch dabei. Das Team wird langsam vollzählig. Naja, langsam ist gut. Ein paar haben wir noch anzusprechen. Gucken, wo wir jetzt zum nächsten gehen. Wir gehen das nächste zu Triss, wie ich gesehen habe. Ja, bei Triss weiß ich auch noch nicht so genau. Da gibt es ja auch noch eine Quest, die wir machen sollten für sie. Und ich hätte eigentlich schon Interesse, auch aufgrund der Erfahrungspunkte, die wir dadurch kriegen können, dass wir die nochmal schnell machen. Oder wie seht ihr das? Tja, könnt ihr leider nicht mitentscheiden. Ich entscheide mich zumindest dafür. Der graue ich werde mal ein bisschen mit Triss weitermachen hier. Wo ist die? Wo ist denn die? Hä? Immer, wir helfen jetzt erstmal. Triss hat ja auch so eine ganz große Bitte an uns. Was auch immer das ist. Wir werden ihr schon helfen. Und dann wird sie auch hoffentlich Geralt, uns ich hab helfen. Ein Problem. Können wir reden? Ja, können reden. In der nächsten Folge. Bis dann, Leute.